Hallo und herzlich willkommen bei Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine. Immer wieder mittwochs im Mai. Uns fehlt noch der Kartensketch. Dazu habe ich gleich eine Vorlage für euch. Zuvor wollte ich euch gerne noch zeigen, was es im Mai zu gewinnen gibt. Letztes Mal hatte ich das, glaube ich, nur im Katalog gezeigt. Und zwar habe ich zum einen das gewebte Metallic Band in Nachtblau. Das könnt ihr ähnlich wie das gewebte Band in Leinen auseinanderziehen. Dann bekommt ihr eine sehr, sehr schöne Struktur. Ihr seht das, ihr bekommt das dann auch viel breiter. Normalerweise ist es ja auf dem Strang und dann ist es ja so 1,5–2 mm breit. Und wenn ihr es also aufzieht, dann bekommt ihr es schon auf 4, 5, 6 mm Breite gezogen. Das sieht sehr hübsch aus. Und dann also in Metallic und in der neuen Incala Nachtblau. Zusätzlich bekommt ihr je 2 Bögen Farbkarton, ebenfalls in den neuen Incala. So, hier haben wir zum einen Nachtblau, ne? Das ist das zum Band passende Papageiengrün. Karibikblau, Orchideenlila und Sommersorbet. Also das ist der Gewinn in diesem Monat. Ihr schickt mir eure Karten zu den jeweiligen Themen bitte bis zum zweiten Mittwoch im Juni. Wobei also ne, nicht bis zum zweiten Mittwoch, sondern ein paar Tage früher. Die Verlosung findet am zweiten Mittwoch im Juni statt. Die Karten, die ihr mir schickt, die dann durch die Verlosung gelaufen sind, die gehen anschließend in einem Päckchen zu einem Verein, einer Einrichtung zum Verkauf für einen guten Zweck. Und jetzt kommt der Kartensketch für Mai. Und das ist dieser. Wir haben also eine Grußkarte, bestenfalls in A6 Klappkarte. Darauf habe ich einen Streifen, in dem Fall mehr wie ein Banner angelegt. Dann gibt es einen Grußtext, der hat nochmal sein eigenes Papier, seinen eigenen Ausschnitt. Und dann 4 Elemente, ein Hauptelement und 3 kleine zusätzliche Elemente. Das können auch einfach größere Glitzersteine oder ähnliches sein. Da lasst ihr euch was zu einfallen. Ich habe natürlich auch ein bisschen rumprobiert mit der Vorlage. Ich hatte am Sonntag Katalogcafé. Da waren ein ganz Teil meiner ältesten Bastelfreunde und Kunden hier. Katalogcafé vor Ort ist dann halt begrenzt auf die Leute, die halt gerne bis hier fahren oder nicht nur gerne, sondern die das halt können. Und da hatte ich ein bisschen was vorbereitet, unter anderem diese Karte. Das ist also in dem Fall dann gedreht auf Hochkant A6. Darauf habe ich die neue Hintergrundstanze gesetzt, dieser gepunktete Hintergrund. Ich habe auch extra einen Katalog hier, damit ich nicht wieder sagen muss, ich weiß nicht, wie es heißt. Also ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich kann es alles nachgucken. Ja, das sieht schon gut aus. So, und den haben wir hier auf Seite 174, perfekte Punkte. Also, den habe ich hier auf die Klappkarte in Aquamarin gelegt und darauf einen Streifen Designerpapier. Und zwar ist das das Designerpapier, was es als Gastgeberinnengeschenk gibt. Das haben wir hier auf Seite 179. Das, finde ich, ist mal eine völlig andere Farbkombi. Aquamarin, Blütenrosa, Brombeermus, Minzmakrone, Olivgrün und Osterglocke. Da habe ich also diesen gestreiften
Teil hier aufgeklebt, darauf dann Farbkarton Pergament, finde ich ja immer ganz schön, da hat man noch ein bisschen Tiefe, aber man sieht trotzdem das komplette Designerpapier. Und darauf dann den niedlichen kleinen Elefanten, den habe ich mit Blends ein bisschen koloriert. Du bist elefantastisch. Der kleine niedliche Elefant, den findet ihr hier bei der kleinen Elefantasie mit Stanzen. Dazu gehört so ein Mäuschen, dann halt der Schmetterling, den ich verwendet habe. Luftballon, Blümchen, das ist eine Erdnuss, glaube ich, und Blätter. Aber süß, oder die drei? Naja, also ich habe den einen davon hier hingesetzt. Und habe dann hier als diese drei zusätzlichen kleinen Elemente die Schmetterlinge verwendet und die auf Dimensionals gesetzt. Hier vorne drauf, das sind Glitzersteine. Und zwar sage ich euch auch da noch kurz, welche das sind. Die Nummer 4, runde Opalakzente in Color 2123. Ich fand, das passte gut. Das ist im Prinzip, oder nicht nur das ist, das ist Papaya, Fräsien, Lila, Bonbon, Rosa, Seladon und Lodengrün. Und ich habe hier das, die drei Steinchen hier in Fräsien Lila verwendet. Ich finde, das kommt ganz gut hin hier mit dem Brombeermus in dem Streifen. Und zusätzlich habe ich dann in ein paar der Ausstanzungen kleine Kreise aus Seladon eingesetzt. Damit bin ich relativ schnell fertig, konnte sehr schön den einen kleinen Elefanten vorführen und mir gefällt die Karte total gut, ist natürlich niedlich, aber das muss ja zwischendurch auch mal sein. Ich bin wie immer gespannt auf eure Ideen. Wir sehen uns dann nächste Woche am 1. Juni zum Kartenthema. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Restwoche, einen schönen Feiertag. Ich glaube, den hat jeder in Deutschland, oder? Ich glaube, das ist nicht wieder so ein Bundesland begrenzter. Also dann einen schönen Feiertag. Genießt die Woche. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss. I am in control.